Erste legendäre Königstruhe, bitte irgendwas Geiles. Was hat der denn für Level? Ich hab gegen keine. Auf geht's. Und kriegen jetzt hier eine Blitztruhe, vielleicht kriegen wir irgendwas Geiles. Gerne episch oder legendäre. Oh mein Gott. Nein, oh mein Gott! Unterstützt mich ab jetzt mit dem Creator-Code in Clash Royale. Ihr müsst dafür einfach nur in den Shop ganz unten hingehen, dann eben meinen Code YoJonas eingeben und mich damit, wie gesagt, kostenlos unterstützen. Vielen Dank. Hey Leute, wir sind heute am dritten Tag der Free-to-Play-Challenge von Trimax und heute ist der wichtigste Tag bisher in der Challenge, denn wir wollten heute schon am dritten Tag Free-to-Play es schaffen, über 4000 Trophäen zu kommen. Sprich, zwischendrin kriegen wir eine legendäre Königstruhe, haben jetzt direkt Magietruhe und wir wollen es schaffen, Level 8 zu erreichen. Wenn wir Level 8 erreichen, können wir die komplette Challenge hier spielen und bekommen dort dann eine legendäre Truhe, eine epische Truhe, ich glaube Magietruhe, eine Blitztruhe und so weiter und ziemlich viel Gold. Also ein riesiger Fortschritt heute, was eben alles anstehen könnte. Und ich würde sagen, wir starten gerade erstmal rein, öffnen hier gerade erstmal alles. Und hoffen natürlich, dass wir vielleicht in der Magietruhe schon irgendwas Geiles ziehen. Ohne Megablitztruhe kriegen wir, aber die dauert natürlich noch ewig, ne? Ihr seht's, die wird halt auch irgendwann ziemlich weiterhelfen, ne? Auf geht's, Magietruhe. Vielleicht schon irgendwas Geiles. Am besten ein paar gute Epic-Cards. Das wäre sehr nice. Tesla? Kein. Pfeile? Komm jetzt! Oh, ist ja so ein schöner Start ins neue Jahr gewesen, auch für euch, egal. Wutz aber fünfmal, ach Gott, das können wir ja vergessen. Egal, wir haben noch einiges vor uns, die besten Truhen kommen noch. Vor allem, wenn wir jetzt entscheiden werden, welche legendären Karten wir heute ziehen. Euch an der Stelle schon mal ein frohes und ein gutes neues Jahr 2020 und danke für das letzte Jahr 2019. Danke für euren Support und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Ich bin mal ein Riesenskelett nach hinten. Hunter würde ich mal diesmal aufheben. Wir hatten gerade eben keinen Hunter im Cycle. Und er spielt da immer Ballon, das heißt, okay. Das heißt, er wäre wahrscheinlich ganz hilfreich, wenn wir natürlich hier noch einen Cycle hätten. Oh je. Okay. Ja, die Bombe haut rein. Alles gut. Ja, trotzdem. Also irgendwie, ja. Dafür, dass wir in unserer Hälfte waren. Weil unsere Hälfte ist halt nur Level 7, ne? Ist auch nicht so nice. Ja, das ist jetzt geil. Genau dafür habe ich einen Hunter aufgehoben, genau. Und jetzt würde ich fast sagen, dass wir jetzt hier eher mit Widerreiterin reingehen, weil die macht auch noch Schaden. Und wenn zum Beispiel eine Goblin kommt, wir die zappen können, dass auch noch ein Hunter. Genau, das meine ich halt. Das, genau das meinte ich halt. Sehr schön. Und guck mal, jetzt hier. Jetzt hier. Die haut einfach die Fledermäuse noch weg. Das ist ultra geil. Ah, Quests anschauen vergessen. Ja, die Quests. Muss mich gleich dran erinnern. Ja. Jetzt hier eine Widerreiterin. Das ist wieder geil, ne? Jetzt hier die Widerreiterin. Die Widerreiterin ist den Ballon komplett auseinandernehmen, ich sag's euch. Ist hier noch ein Ballon dazu? Von uns immer. Er spiegelt die. Oh mein Gott. Das war's wieder komplett. Jetzt hier einfach ein Frost drauf, Ballon ist dran. Sehr schön. Das heißt, die ersten 5 Matches übel entspannt gewonnen. Und jetzt kommen wir zur ersten legendären Karte heute. Die besten Truhen kommen natürlich noch. Wir haben noch legendäre Truhe, die kompletten Belohnungen aus der Challenge, wenn wir hoffentlich heute Level 8 erreichen. Epische Truhe, Magietruhe und so weiter. Aber jetzt haben wir hier schon mal wirklich die legendäre Königstruhe. Es ist halt echt, es ist so ein geiles Projekt, wirklich. Die wichtigste Truhe bisher kommt jetzt. Was bekommen wir aus unserer ersten legendären Königstruhe? Bitte, irgendwas Geiles. Achso, erstmal schauen, was drin ist. Genau, Sekunde. Wo kann ich das nachschauen? Wo kann ich das nachschauen? Wo steht das? Das kann man immer nach. Egal, komm, wir gehen einfach los. Let's go. Erste legendäre Königstruhe. Bitte, irgendwas Geiles. Irgendeine gute legendäre. Heal. Schon mal sehr guter Start. Das kann was werden. Aber Klon. Okay, schon mal freigeschaltet. Wir müssen ja auch eigentlich alle Truppenlevel auf Level 9 bekommen. Drachenbaby zweimal, sehr nice. Okay, jetzt wird es langsam entscheidend. Die gewöhnlichen oder seltenen jetzt. Bad, sehr geil. 256 oder Ritter. Oh, schwierig. Ich würde eher die. Oh, ist schwer. Den Ritter nehmen, glaube ich. Weil Bads kann man halt wegsetzen, oder? Schwer. Jetzt seltenen. Goblin Cage. Weiß ich, 69 Mal, aber eigentlich sind die Epic Cards und die legendären am wichtigsten. Jetzt ganz wichtig, bitte. Ballon 20 Mal, ist das geil? Ich weiß es nicht. Aber Wächter auf jeden Fall nicht. Wir spielen aktuell den Ballon, also warum nicht? Legendäre. Bitte. Ist geil, oder? Holzfäller ist geil, glaube ich. Das ist richtig geil. Wir haben Holzfäller-Ballon mit. Oh mein Gott. Das ist geil. Mit Ritter. Erreichen wir jetzt Level 8. Sekunde. Jetzt erstmal schauen, ob wir Level 8 erreichen. Das Wichtigste. Ja, richtig nice. Wir erreichen jetzt hier mit dem Ballon Level 8. Das heißt, wir können jetzt wirklich die Challenges spielen. Und jetzt kann es abgehen. Level 8 heißt natürlich erstmal mehr Deckplätze, mehr Schaden, mehr Leben wieder. Also absolut wichtig auf jeden Fall. Und jetzt hier, wir haben hier ordentlich Gold. Riesentruhe haben wir hier. Blitztruhe. Wir haben hier wieder Juwelen. Wir haben eine epische Truhe. Haben wieder Gold. Haben hier eine Magietruhe und eine legendäre Truhe. Wenn wir alles jetzt holen, das wird uns so voranbringen. Ich sag's euch. Wir warten das mal.
Okay. Rieses Geld nach hinten. Wenn wir diesen Kampf jetzt gewinnen, dann haben wir die 4000 und es sieht sehr gut aus. Holz wieder davor. Vor allem der Holz macht einen sausoliden Eindruck. Jetzt machen wir einfach das hier. Wilderreiterin und Ballon andere Lane. Er kann nicht sterben, 100% nicht. Wobei ich ein bisschen riskant gerade ich bin. Ich hoffe, weil der King Tower anfällt mir gerade auf. Jetzt aber bitte nicht noch reinschoken. Aber wir haben Jäger Level 9, Sekunde mal, aber es kann trotzdem noch kritisch werden. Ja, es ist aber auch nicht... Ja, aber jetzt kommt halt die Dings rein, ne? Die Nachtwechsel. Und die Skelettarmee kommt zu spät. Ah, ne, kommt noch rechtzeitig. Alles gut. Also ihr habt noch... Ne, die Defensive ist zu krass. Seht euch das an. Was haben wir hier? Auch ein Holzfäller, würde ich sagen. Hier eine Widerreiterin am besten rein. Das soll also eigentlich aus... Ah, boy. Jetzt nicht noch reinschoken am Ende. Bitte? Nee. Andere Lane. Gesappt immer sehr gut. Hat keinen Tornado mehr. Da ist noch ein Wutzuber drauf. Bitte. Dass es nicht ausreicht. Soll eigentlich ausreichen. Eigentlich zu sein. Jawohl, sehr schön. 4000 Trophäen. Damit ist hier geschafft. Nach gerade mal einer halben Stunde unglaublich schnell jedes Match gewonnen. Und das heißt jetzt hier am dritten Tag Free to Play schon auf über 4000 Trophäen. Und damit kommen wir unserem Ziel innerhalb von 7 Tagen auf 5000 Trophäen zu kommen. Immer näher. Und ja, hier willkommen in den Ligen, erreiche neue Ligen, um Abzeichen und Saisonbelohnungen freizuschalten. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Das heißt, ja okay, den Rest will ich nicht mehr wissen. Das heißt, wir können jetzt hier uns auf die neuen Ligen vorarbeiten, kriegen noch eine Epic Chest heute hoffentlich noch. Und kommen jetzt eben abschließend, auch zum Jahr 2019, nochmal zu der Challenge, die eben alle Spielmodi für das vergangene Jahr eben zusammenfasst, die im letzten Jahr dazugekommen sind. Ich wollte hier das Riesenskelett nicht wasten, weil das eigentlich unsere wichtigste defensive Karte ist. Es hat sich optimal platziert, aber ist auch nicht so schlimm, weil die Bombe sowieso gleich... Ja, das ist alles easy. Die Bombe sowieso alles klären wird. Die größte Frage ist, wie wir den Turm holen wollen, ne? Weiß ich selber noch nicht. Mal schauen. Aber das ist halt eigentlich... Ah, der hat ja der Henker. Hm? Wenn er halt wirklich Nado hat, wäre es halt kacke. Er darf kein Nado haben. Ich glaube, es reicht mit dem Sepp, oder? Ey, das war schon sau souverän dafür, dass es echt ein Level, also ein Max-Level-Typ war. Das Deck war ultra geil, überleg mal. Wir hatten nur Leute, die überlevelt waren und trotzdem haben wir es einfach geschafft, jede Runde zu gewinnen. Übel, übel geil, wirklich. Sehr schön. Das bedeutet, wir haben jetzt hier auch die dritte Challenge überstanden. Kriegen jetzt hier eine Blitztruhe, vielleicht haben wir irgendwas Geiles. Gerne episch oder legendäre. Oh mein Gott. Nein, nicht wirklich. Nein. Nein. Nein, oh mein Gott. Wir kriegen wirklich eine legendäre. Was ist das denn? Wir können die blitzen, ne? Ich hab's aus Spaß gesagt. No way. Jetzt irgendwas Geiles. Wir können auch blitzen. Funky, Inferno-Treffer oder sonst irgendwas. Ich sag's noch so aus Spaß und es kommt wirklich. Elektromagier nicht. Nee, nee. Irgendwas von Nachthexe, Inferno-Treffer, Funky oder so. Erster Blitz. Friedhof auch nicht. Zweiter. Holz für Level 10. Das wäre auch geil. Wir lassen es. Wir lassen es. Das ist so gut. Wir brauchen den. Nicht, dass wir jetzt irgendwas Schlechtes bekommen. Hauptsache eine gute Legendäre. Wir haben Holzfäller einfach Level 10 geschenkt bekommen. Was für ein Geschenk. Die vielleicht zweitwichtigste Truhe heute, wenn wir das Gutes ziehen. Bitte. Gute Epic Cards. 20 Stück. Henker. Ist in Ordnung. Jetzt aber. Nein, jetzt irgendwas Geiles. Ganz wichtig. Nein. Keine gute Truhe. Nein, 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 nein. Brauchen wir gar nicht. Schade. Die Magietruhe und die legendäre Truhe warten noch. Aber wir hatten genug Glück mit der Blitztruhe schon. So, damit kommen wir jetzt hier zur Magietruhe, bevor wir zur legendären Truhe kommen. Wir haben die Challenge fast durch, haben unfassbar viel Gold, viele Karten gezogen. Und jetzt am besten mal irgendeine geile legendäre gleich und natürlich jetzt hier... Nochmal richtig gute Epics. Bevor wir dann zum Push kommen, auf hoffentlich 4300. Und wir können noch eine Epic Chest auch ziehen aus dem Trophäenpot, das auch absolut krank ist. Nein, wir kriegen jetzt nicht noch eine legendäre, oder? Ah, schade. Wäre geil gewesen. Skarmi, 8-mal. Oh mein Gott, wir haben so viel Luck. Das ist so geil. Das heißt, wir haben Skarmi direkt auf Level 8. Wir haben so viel Glück gehabt. Das Deck ist insane. Wenn wir jetzt noch irgendeine geile legendäre ziehen. Oh. Die Orex hätten irgendwie immer. Das ist geil. Hab ich ein Drachenbaby? Das ist wieder so ein schönes Drachenbaby, aber auch. Wunderschön. Hier ist Garmi. Wieder weiter rein. Die sind im Wutzuber. Er ist so überfordert. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist so heftig.
Oh mein Gott. Zappen wir noch. Deshalb ist geil, der Magier steht weg. Das war's, wie geil. Der ist so überfordert gewesen. Das heißt, insgesamt, wir haben es wirklich geschafft, ich glaube, nur einmal zu verlieren oder so irgendwie in der Art. In der kompletten Challenge, trotz schlechteren Level. Und jetzt kommen wir zur zweiten legendären Karte heute. Bitte irgendwas Geiles. Wir bräuchten noch eine Fernodrache oder Nachthexe. Das wäre ganz geil. Auf geht's. Bitte. Wir können die tauschen. Wir können die tauschen. Ja, wir können die tauschen. Wir brauchen die nicht, aber wir können sie tauschen. Man kann eine Karte nicht tauschen, wenn man sie einmal hat. Aber man kann sie tauschen, wenn man sie zweimal hat. Aber kann mir irgendwie die eintauschen? Das ist die Frage, tauscht irgendwer? Ja, wir müssen auch langsam uns konzentrieren, ne? Ich weiß halt auch nicht, ob wir lieber wieder... Oh, okay, nice. Was? Oh mein Gott, es wird kritisch. Was hat der denn für Level? Ich hab gegen keine... Ich hab bisher gegen keine einzige Level 12 Karte gespielt. Der kommt mit Level 13 Karten. Hä? Vor allem jetzt Level 10. Trollt der? Was ist da? Hä? Ja, ist ja gut. Hab ich gesehen. Bam! Kriegt das Skelett davor. Keine Ausnahme, sagst du. Ja, seid ihr bei 4000? Also, nee, ich hab doch schon letztens den Push gemacht bei 4000. Bei 4000 sind die Leute nicht so. Also, die sind schon gut, aber. In Leveln hier, aber die sind nicht so heftig. Kann die bitte in die Bombe. Scheiße, die war nicht drin. Mein Problem, glaube ich. Ja, wahrscheinlich auch ein Pudik. Was ist das denn jetzt? Jetzt bin ich echt getriggert. Was ist jetzt los? Also jetzt wird's echt hässlich. Doppel-Eindruck. Ich glaube, ich habe verloren. Die kommt nicht ran, die Bombe. Bitte. Holzfäller. Oh mein Gott. Wir gewinnen das noch. Tornado war so lost. Kein Tornado mehr. Er holt. Weh, der hat noch irgendwie sowas wie Rakete. Sehr schön. Weder hat er dieses geil. Ah, der Spiegel wieder. Oder? Reicht das? Das ist ein Wutzauber. Tornado. Er hat kein Tornado mehr. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Jawoll! Oh mein Gott, was sind das für Gegner schon? Der, also da werde ich jetzt mal das Profil sehen. Sind die Gegner wirklich so lost auf der Trophäenhöhe, dass sie mit Level 13 Karten... Der war halt vor allem auch noch gut, finde ich. Deswegen. Profil. Ui. Okay. 12 Siege. Vielleicht ein zweiter Count zum Trollen? Sehr, sehr seltsam. Ich darf es halt noch nicht so reinspammen, ne? Mit der Mega-Ritter. Ich spiele aber auch so solid, ne? Ich wollte diesen Mega-Ritter rausbaiten. Was macht er? Er bringt einfach eine Goblin-Gang in die Mitte. Ich meine, jeder Noob hätte doch normalerweise da einen Mega-Ritter reinplatziert, oder? Oder bin ich jetzt... Ich kenne die doch. Die machen immer genau das. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Ich bin total solid, hä? Kann nicht wahr sein, ey. Okay, das war jetzt ein Fehler. Sekunde. Vielleicht wird es mal interessant werden. Sehr gut. Der gesappt war schlecht. Das können wir zappen. Der Zapp ist übel gut. Oh mein Gott, wir gewinnen das unter Umständen noch. Wie schlecht. Geil. Das war eine Riesenskelettbombe, kann das sein? Ah, er ist am Turm dran. Was? Wie unlucky. Hat er einen Spell gehabt? Ich weiß es nicht. Egal wen. Er hat einen Mega-Ritter, stimmt. Oh, was? Trotzdem geiles Spiel bisher. Das hat er einen Mega-Ritter. Ja, ja. Aber der ist. Der trifft nicht. Der trifft zu spät zumindest. Ich glaube, ich spam gleich einfach in der Brücke rein. Ich hoffe, er spielt noch einen Elektromagie oder so raus. Er macht gar nichts. Okay, das wird's. Ah, gut für uns. Guter Sepp. Wobei, er wird nicht so viel helfen, weil das Riesenskelett gleich auch noch die Bombe fallen lässt. Was ist das jetzt? Nee, ist nicht gut. Ist gar nicht gut, wenn wir reingehen. Wobei, ich glaube, ich bin gerade zu aggressiv. Ich glaube, verliere mir gerade, weil ich dumm bin. Ja. Das war lost. Also, ich hatte ihn für ungefährlich gehalten, aber von wegen. Hätten wir eine Skarmie gehabt? Hatten wir eine Skarmie? Hatten jetzt. Ja, ich glaube nicht, oder? Wir kriegen nur minus 9. Dann ist alles gut. Das heißt, mit dem nächsten Sieg, es reicht nicht ganz jetzt mehr. Schade. 4238, so. Ne, 4249 sogar, sehe ich, genau. Zwei Siege noch für 4-3.
Und jetzt die nächste Truhe heute. Bitte irgendwas Geiles aus der Epic Chest. Ich brauche vielleicht Kohle. Jetzt einmal. Ballon, Babytrache, so irgendwas. Corona. Das ist so wichtig. Jetzt sind 20 Karten. Es sind nur 18 übrig. Ja! Level 9, wie lucky. Wenn wir jetzt auch noch Golem kriegen. Jäger 13 Mal. Das ist genauso geil. Fast Level 10. Wie viel Glück haben wir? Das ist so eine gute Ausgangslage für morgen. Auf geht's. Jetzt erstmal Drachenbaby auf Level 9. Und was wir dann alles... Wir können auch Karten anfordern. Wir können wahrscheinlich jetzt einen Hunter vielleicht zum Beispiel anfordern für Level 10. Und wir können auch eine Legendäre anfordern. Also tauschen, meine ich. Wow, das sind so gute Bedingungen. Wir warten erstmal. Okay, kann er machen. Ich glaube, wir machen das jetzt hier so. Andere. Wir machen einen Doppel-Lane-Druck. Wobei der Doppel-Lane-Druck eigentlich nicht so nice war, um ehrlich zu sein. Ja. Weil das Ding ist, der Turm ist halt eh fast weg. Und da 5 Elixier-Ballon reinzusetzen, war jetzt nicht so schlau. Ja. Oder reicht es aus mit dem Sepp jetzt zusammen? Reicht ein Sepp aus? Ich weiß nicht. Das ist halt geil. Dass wir den Holzfäller Level 10 haben, ist halt so wichtig die ganze Zeit. Wenn der Level 9 hätte es nicht ausgereicht, aber jetzt Level 10. Reicht auch nicht aus, okay. Aber fast. Level 9 hat richtig Probleme gekriegt, sagen wir es so. Das reicht nicht ganz aus. Würde ich sagen, zappen wir vielleicht gleich mal zum Psych. Oder wobei, er hat das gar nicht. Dann lieber gar nicht zappen. Wir können am Notfall am Ende nochmal zwei Zaps cyclen. Passt. Okay. Riesenskelett nach hinten. Wir schauen erstmal jetzt. Er hat keine Magie am Cycle. Nee, ich will es nicht übertreiben. Ja, aber gut, haben wir noch einen Sepp nicht. Sehr gut. Ja, und ein Sepp daneben soll es gewesen sein. Das kann er nichts machen. Das kann ich dir gleich mit einem Holzfäller reinbringen. Der Magier ist so verzweifelt. Obwohl er Level 10 ist, könnte sogar vielleicht doch klappen sogar deswegen. Nee, reicht glaube ich nicht, oder? Es reicht halt echt noch aus. Ja, das ist halt auch krass. Ah, zwei Teile ich bekommen dadurch. Wir gehen aber all in, würde ich sagen, einfach. Wir haben eigentlich eh gewonnen. Deswegen können wir es machen. Oh, die ist mal gecharged, egal. Scar mir nochmal rein. Da habe ich verpennt. Egal. Der Sepp noch ist in Ordnung. Die Sepp ist ja auch nochmal, würde ich sagen. Rechts aus. Drei Kronen. Komm noch mit drei Kronen zum Abschluss. Ich will drei Kronen. Komm. Irgendwie. Jetzt einfach einen Holzfäller rein. Der kann auch gerne wegstehen. Soll einfach nur einen Wutzwart droppen lassen. Ah, doch. Er lässt einen Torpen. Es reicht genau. Wir haben gewonnen. Letztes Spiel war extremst nice. Nochmal drei Kronen. Ich muss echt sagen, morgen mit den besseren Karten. Ich habe richtig Bock. Wir können morgen richtig angreifen. Tag 3. Und wir haben 4300 Trophäen free to play, ohne Geld auszugeben. Würde ich sagen, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen wird es dann Richtung 4-6 gehen. Das heißt, wir haben dann morgen eine Blitztruhe nochmal und vor allem eine weitere zufällige legendäre Karte bei 4500. Danke an der Stelle nochmal für euren unfassbaren Support auf die YouTube-Folgen und Streams und könnt ihr auch gerne im Abstand vorbeischauen. Da habe ich auch noch extra eine Playlist für alle Folgen zum Projekt erstellt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Schaut gerne im Abstand vorbei und ciao.